40 Tage Reich Gottes. 40 days kingdom of God. Heute Tag Nummer 23. Today is day number 23. Und das Thema heißt Reichtum im Reich Gottes. And the theme is riches in the kingdom of God. Wahrer Reichtum im Reich Gottes. True riches in the kingdom of God. Und wir wollen gleich Jesus zu Wort kommen lassen. And we want to allow Jesus to speak right at the beginning. Was spricht Jesus über Reichtum? What does Jesus say about riches? Wie können wir mit unserem Reichtum richtig umgehen? How can we handle our riches in a proper way? Und welche richtige Prioritäten dürfen wir setzen? And what right priorities can we set? Matthäus 19, Vers 16. Matthew 19, verse 16. Da kommt dieser reiche Jüngling zu Jesus. This young rich man comes to Jesus. Und da steht drin: Und siehe, einer trat herbei und sprach zu ihm: Lehrer, was soll ich Gutes tun, damit ich ewiges Leben habe? And he came, and behold, one came and said unto Jesus, Good Master, what good thing shall I do, that I may have eternal life? Und er sprach zu ihm: Was fragst du mich? Über das Gute. Einer ist der Gute. And he said to him, Why do you call me good? There is none good but one, that is God. Wenn du aber ins Leben hineinkommen willst, so halte die Gebote. But if you wilt enter into life, keep the commandments. Er spricht zu ihm: Welche? Jesus sprach: Diese. He said unto him, Which? Jesus said, Thou. Du sollst nicht töten. Thou shalt no murder. Du sollst nicht Ehe brechen. Thou shalt not commit adultery. Du sollst nicht stehlen. Thou shalt not steal. Du sollst nicht falsches Zeugnis geben. Thou shalt not bear false witness. Ehre Vater und Mutter. Honor thy father and thy mother. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. And you shall love your neighbor as yourself. Der junge Mann spricht zu ihm: Alles dies habe ich befolgt. The young man said unto him, All these things I have kept. Was fehlt mir noch? I have kept them from my youth up. What lack I yet? Jesus spricht zu ihm: Wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib den Erlös den Armen. Jesus said unto him, If you will be perfect, go and sell that you have and give to the poor. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. And you shall have treasure in heaven. Und komm und folge mir nach. And come and follow me. Und als der junge Mann diese Worte hörte, ging er betrübt weg, denn er hatte viele Güter. And when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern: Wahrlich, ich sage euch, schwer wird ein Reicher in das Reich der Himmel hineinkommen. Then said Jesus unto his disciples, Verily I say unto you, that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. Wiederum aber sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. And again I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. Als aber die Jünger es hörten, gerieten sie ganz außer sich und sagten, wer kann dann noch errettet werden? When his disciples heard it, they were exceedingly amazed, saying, Who then can be saved? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, Bei Menschen ist es unmöglich, bei Gott aber sind alle Dinge möglich. But Jesus beheld them and said unto them, With man this is impossible, but with God all things are possible. Eine ganz besondere Bibelstelle. That's a very special scripture. Besonders für die westliche Welt, ganz wichtig. Especially for the Western world, important scripture. Können die Reichen ins Reich Gottes reinkommen? Can the rich people enter the kingdom of God? Wir wollen gleich ein bisschen tiefer gehen. We want to go somehow deeper. Aber die Lösung sagt Jesus. But Jesus says the solution. Was unmöglich ist bei den Menschen, What is impossible with men, ist möglich bei Gott. Is possible with God. Ich möchte dich ermutigen, I want to encourage you, dass du deine Prioritäten richtig setzt. That you put your priorities right. Und wir wollen hineinschauen, was sagt Jesus in Lukas Kapitel 6, Vers 20. And we want to look what Jesus said in Luke 6, verse 20. Was hat Reichtum mit Reich Gottes zu tun? What does do riches have to do with kingdom of God? Glückselig ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. And he lifted up his eyes on his disciples and said, Blessed be you poor, for yours is the kingdom of God. Jesus verbindet das Reich Gottes. Jesus connects the kingdom of God. Und sagt, glückselig ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Blessed be you poor,
For yours is the kingdom of God. Wir haben es vorhin schon gelesen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, it is easier for a camel to go through the eye of a needle, als dass ein Reicher ins Reich Gottes geht. Than for a rich man to enter the Aber heaven. Es ist wichtig, die Herzenseinstellung eines Reichen. And what is important is the heart condition of a rich person. Es ist nicht die Größe der Nummer auf dem Bankkonto. It's not how big, how much is on your bank account. Aber die Größe der Liebe in deinem Herzen. But the greatness of love in your heart. Und da wollen wir hineingehen. And we want to enter in this now. Hat es was mit der Liebe zu tun oder nicht? Yeah. Is there also the subject of it love or not? Und der Schlüssel ja. The key is yes. Ja. Wir wollen es lesen in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 15. In 1 John. Und hier werden wir gleich lesen, Vers 15. Das Liebe hat zu tun mit Reich Gottes. Love is always connected with the kingdom of God. Hab nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Love not the world, neither the things that are in the world. Wenn jemand die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Und hier verbindet Jesus. And here Jesus connects. Die Liebe mit Reich Gottes. Love again with kingdom of God. Wenn du viel Geld hast, when you have a lot of money, wenn du reich bist, when you are rich, und du tust dein Herz oder deine Liebe in dieses Geld hinein, and you put your heart in that money, hast du die Gefahr, dass du abdriftest. Then you are in danger that you drift away from God. Aber wenn du viel hast, when you have much, so wie Abraham hatte viel, like Abraham, he had much, aber sein Herz war immer Gott, but his heart was always ist für dich die Ewigkeit garantiert. Then eternity is guaranteed. Aber es ist so wichtig, wer sitzt auf dem Thron deines Herzens? But it's so important, who is seated on the throne of your heart? Ist es das Geld? Is it the money? Die Sicherheit? The security? Oder ist es Jesus Christus? Or is it Jesus Christ? Im Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 5, lesen wir. In Hebrew, chapter 13, verse 5. Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Let your conversation be without covetousness and be content with such things as you have. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. For he said, the Lord said to you, I will never leave you nor forsake you. Ein Schlüssel des Reichtums ist, one key of riches are, was ich habe, damit bin ich zufrieden. What I have, I'm content with it. Lass dir genügen mit dem, was du hast. Be content with what you have. Wenn du dankbar bist in dem Kleinen, when you are thankful in the little things, kann Gott dir übernatürlich wieder geben. Then God can supernaturally give you more. Aber so möchte ich ermutigen, dass du zufrieden bist mit dem, was du hast. I want to encourage you. Be content with what you have. Mammon sagt, wenn du viel hast, brauchst du noch mehr und noch mehr und noch mehr. That Mammon, money says, if you have much, you need more and more and more. Aber die Bibel sagt, lass dich genügen mit dem, was du hast. But the Bible says, be content with what you have. Wir wollen hineingehen in 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 6. We want to go into 1 Timothy chapter 6. Eine ganz wichtige Bibelstelle, wenn man über Reichtum redet. Verse 6, a very important scripture when you want to talk about. Ja. Die Göttlichkeit aber ist ein großer Gewinn für den, der sich dran genügen lässt. But godliness with contentment is great gain. Und dann können wir hier weiterlesen. And we can continue. Und dann geht es weiter mit, denn die, die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Verstrickung. That's verse 9. But they that will be rich fall into temptation and a snare and into many foolish and hurtful lusts. Ja, in ganz viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Which drown man in destruction and perdition. Jetzt bitte hört zu. Ja. Denn die Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. So now this verse number 10 in 1 Timothy 6. Listen well. For the love of money is the root of all evil. Bitte lass nicht zu, dass du das Geld liebst. Don't allow in your life that you love money. Liebe immer Gott. Always love God. Und deinen Nächsten wie dich selbst. And your neighbor as yourself. Und gib. And give. Dann wirst du frei von Geldliebe. Then you are free from the love of money. Und je mehr du gibst, desto mehr bekommst du. Yeah. And the more you give, the more will come back to you. Aber wenn du Geld liebst, when you love money, ist es eine Wurzel allen Übels. Then it's a root of all evil. Und die Bibel sagt hier, die, wo reich werden wollen, fallen in viele Versuchungen. And the Bible says, those that really have their goal to become rich
fall into many temptations. So ist wichtig, dass wir immer Jesus an erster Stelle haben. So it's very important to keep Jesus in the first place. Hier steht drin: Die Göttlichkeit ist ein großer Gewinn für die, die sich bemühen. It says here, godliness with contentment is great gain. Wisse eins: Die Göttlichkeit, die du im Herzen hast, die kostenlos ist. Yeah. The godliness that you have in your heart that costs nothing. Sie ist ein großer Gewinn. Is a great gain. Wisst ihr, ich bin ja im Steuerrecht unterwegs. You know, I am a CPA and I have to deal with taxes. Und ich kenne sehr, sehr reiche Menschen. And I know very rich people. Und die sind überhaupt nicht glücklich. And they are not very happy. Geld gibt einem kein Glück. Yeah. Money does not give you happiness. Gibt einem keine Befriedigung. Doesn't give you satisfaction. Gibt einem keinen Frieden im Herzen. No peace in your heart. Nur einer kann Frieden geben. Only one can give peace. Und es ist derjenige, der gesagt hat, mein Frieden gebe ich euch. And that's the one that said, my peace I give unto you. Ich möchte dich ermutigen, I want to encourage you, dass der wirklich große Gewinn, that the real true gain in life, sind nicht Aktien im Leben, are not shares in life, oder große Firmen, or big companies, oder große Autos, or big cars. Der große Gewinn im Leben, the big gain in life, ist die Göttlichkeit. Is godliness. Ich möchte dich ermutigen da drin. I want to encourage you. Es ist egal, wie viel Geld du hast. No matter how many you have. Aber lass dein Herz immer an Jesus dran. But keep your heart connected with God, with Jesus. Genügsamkeit ist eine Haltung der Dankbarkeit. Contentment is an attitude of thankfulness. Sei dankbar für das, was du hast. Be thankful for what you have. Manchmal in der Mission, wenn ich unterwegs bin. Yeah, sometimes in my mission work when I am on the way. Ich komme in irgendwelche Häuser rein und die sind richtig arm, die Menschen. I come into some houses and they are extremely arm. Aber sie haben eine Göttlichkeit. But they have godliness. Eine Dankbarkeit. Thankfulness. Eine Genügsamkeit. And contentment. Und dieses Besondere spüre ich manchmal in keinem Millionärshaus. And sometimes I don't feel any of these attitudes in a house of a millionaire. So bitte, lass dir an dem genügen, was du hast. Let your heart be content with what you have. Und liebe Gott von ganzem Herzen. And love God with all your heart. Paulus gibt uns deutliche Hinweise für Gläubige, die reich sind. And Paul tells us clearly what rich, very rich people should do. Ist in 1. Timotheus Kapitel 6 Vers 17. In 1. Timothy 6, verse 16. Ja, steht drin. Und dass sie nicht stolz sein und nicht hoffen auf ihren unsicheren Reichtum, sondern Gott, der uns alles darreicht und darbietet, es zu genießen. Dass sie Gutes tun und reich werden und in guten Werken gerne geben, behilfreich sind und einen Schatz sammeln und guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. 1. Timotheus Kapitel 6 Vers 17. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who gives us richly all things to enjoy. Und es ist, materielle Güter zu haben ist gut. It's good to have material goods. Es ist gut, dass wir viel haben. It's also good that we have much. Aber bitte gib weiter an die Nächsten. But please pass it on, give it away. Ja, halte nicht fest. Don't cling to it. Sondern gib auch denen, die finanziellen Mangel haben. And give to those that have financial needs. Da gibt's einen guten Satz auf einen Punkt gebracht. There's a good sentence and it brings it all to one point. Ist in Apostel 20 Vers 35. What is it? 20, Vers 35. 20, Vers 35. Steht drin, geben ist seliger als nehmen. Oh, to give is more blessed than to take. Je mehr du gibst, the more you give, desto mehr wirst du gesegnet. The more you will be blessed. Aber geben ist seliger als nehmen. So, to give is more blessed than to take. Was sind die Prinzipien der Vermehrung im Reich Gottes? What are the principles of multiplication in the kingdom of God? Prinzip Nummer 1. Principle number 1. Teilen. Share. Je mehr du teilst, the more you share with others, desto mehr bekommst du. The more you get back. Jesus hat die Fische und die Brote den Jüngern gegeben. Jesus gave the bread and the fish to the disciples. Und sie haben geteilt. And they had to share, sie haben gebrochen. They had to break sie haben share. Weitergegeben. They had to give, pass on. Und die Vermehrung kam zustande während dem Teilen. Multiplication came while they were sharing. Während du teilst, while you share, kommt die Vermehrung zustande. The multiplication happens. Es ist nicht logisch. It's not logical for the human mind. Aber es ist ein Prinzip des Reiches Gottes. That is a principle of the kingdom of God. Prinzip Nummer 2. Principle number 2. Investiere.
Invest. Sei ein treuer Verwalter. Be a faithful steward. Sei treu mit dem, was du hast. Be faithful with what you have. Prinzip Nummer drei. Number three. Tu dein Wert steigern. Increase your value. Tu nichts für deine eigenen Bedürfnisse machen. Don't do anything for your own needs. Sondern tu weise Werte steigern. Be very wise in enriching your values. Und letztendlich ist es wichtig, dass wir trachten nach dem Reich Gottes. And of course it is always important that we seek first the kingdom of God. Denn Matthäus 6 sagt, in Matthew 6 we read, trachte zuerst nach meinem Reich und nach meiner Gerechtigkeit. Yeah, seek ye first my kingdom and my righteousness. Und alles andere wird euch hinzugetan werden. And everything else will be added unto you. Was sollen wir denn tun mit unserem Geld? What shall we do with our money? Punkt Nummer eins ist, deine persönlichen Bedürfnisse erstmal erfüllen. First of all, you can meet your own needs. Punkt Nummer zwei. Point number two. Schau auf deine ganze Familie. Look at your whole family. Speziell auf deine Eltern. Especially your parents. Da gibt es eine Anweisung in 1. Timotheus 5, Vers 8. In 1. Timothy 5, Vers 8. Betont uns die Notwendigkeit der Kinder gegenüber den Eltern im Alter. And it speaks about the necessity of the children taking care of the needs of their parents. Das ist 1. Timotheus 5, Vers 8. 1. Timothy 5, Vers 8. Wir wollen es lesen zusammen. Yeah. Okay. Should I read it? Yeah. But if any provide not for his own, and especially for those of his own house, he hath denied the faith and is worse than an infidel. Wenn du viel hast, bitte denk auch an deine Familie. When you have much, think of your family. Besonders den Segen auch der Eltern. And especially bless your parents. Also Punkt Nummer eins, deine eigenen Bedürfnisse. First of all, you meet your own needs. Punkt Nummer zwei, die Bedürfnisse deiner Familie. Second, you meet the needs of your parents. Punkt Nummer drei, denk auch an die Armen der Welt. And your whole family. And number three, think of the poor in this world. Und das steht in Epheser Kapitel 4, Vers 28. In Ephesians 4, 28, it says, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit seinen eigenen Händen das notwendige Gut. Let him that stole steal no more, but rather let him labor. Und warum? Damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needs it. Also bitte gib auch den Armen weiter. Give to the poor. Vielleicht hast du eine Möglichkeit, irgendwo ein Patenkind zu holen. Maybe you have an opportunity to support an orphan child. Oder du kennst Missionare, die was brauchen. Or you know missionaries that know something. Und du hast was übrig. And you have something in need. Möchte ich ermutigen, dass du im Glauben investierst. I encourage you to invest in faith. Und dann das Wichtigste, Punkt Nummer vier. And the most important, number four. Investiere ins Reich Gottes. Invest into the kingdom of God. Für die Erweiterung des Reiches Gottes. For the expansion of the kingdom of God. Von Missionsstationen. For mission stations. Für Gemeinden. For churches. Und dass das Reich Gottes gebaut werden kann. So that the kingdom of God can be built. Achte auf deine eigenen Bedürfnisse. Watch first your own needs. Für die Familie. Then your family, dann für die Armen, then the poor, und auch für das Reich Gottes. And the kingdom of God. Halleluja. Halleluja. Ich möchte noch ein Beispiel vorlesen. I want to still read one example. Oder erzählen von meinem Leben. Or explain from my life. Ich habe viele Seelsorgegespräche mit vielen Menschen. I have many I have much ministry with people that I meet. Und ich kenne zwei Extreme von Mammon oder von Geldgier. And I know two extremes of the love of money. Und Jesus sagt, entweder dient Gott oder dem Mammon. And the Lord says, either we serve money, Mammon, or God. Und Menschen, die Mammon dienen, die zerstören alles. And the people that only serve money, Mammon, they destroy everything. Und es gibt Menschen, die sind mega geizig. And there are people that are more stingy. Und es gibt Menschen, die sind total verschwenderisch. And there are people that are totally, you know, they are lavish. Und ich saß zusammen mit einer Mutter, der einen geizigen Ehemann hatte. And geistigen. Geizigen Ehemann. Oh, I was together with a mother who had a very stingy husband. Und er hat immer Geld zusammengerafft die ganze Zeit. And he was constantly only collecting money. Er war nicht bereit weiterzugeben an die Kinder. He was not even willing to pass on to the children. Das hat der Mutter so wehgetan. And that hurt the mother so much. Und sie hat so geweint. And she cried so much. Warum ist er so geizig? Why is he so stingy? Und gibt nicht mal unseren Kindern weiter. He doesn't even give to our children. Das hat die Ehe fast zerstört. And it almost destroyed our marriage. Und was steckt da dahinter? What is behind it? Mammon. Mammon. Die andere Extrem. The other extreme. Menschen verschwenden alles.
People just, you know, lavishly give out their money. Und ich habe mit einer Mutter, nee, mit einer Frau gesprochen, deren Ehemann total verschwenderisch ist. I talked to another lady whose husband was just spending money like crazy. Und wenn er irgendwas sieht bei Amazon, and when he sees something in Amazon, hat irgendeine Idee, was er kaufen will, has an idea what he wants to buy, sofort verkauft er das. Immediately he buys. Obwohl er kein Geld hat. Also he has no money. und die haben gar nichts. And they have nothing. Und sie wollen gerne ins Reich Gottes geben. And they want to give it to aber the kingdom of God. Weil sie verschwenderisch but sind. But because he is so, he has no true judgment. Mm. Fließt es alles weg. Everything is gone. Ich möchte dich ermutigen. I want to encourage you. Sei nicht geizig. Don't be stingy. Und sei auch nicht verschwenderisch. But don't be reckless with spending money. Wenn du geizig bist, when you're stingy, gib. Give. Dann bist du frei davon. Then you're free. Wenn du verschwenderisch bist, if you're lavishly giving out, komm zurück zu dem guten Verwalterschaft, treue Verwalterschaft. Come back into faithful stewardship. Geh gut um mit deinem Geld. Manage your money well. Dann wirst du echten Reichtum erleben. Then you will have true riches. Und das richtige Reichtum im Reich Gottes ist and true riches in the kingdom of God, echte Göttlichkeit. True godliness. Und vergiss niemals, don't ever forget, du bist höchst begünstigt, you are highly favored, tief geliebt, deeply loved, und mächtig gesegnet. And powerfully blessed. Amen. Amen.